Ja, hallo und herzlich willkommen zu AppTest. Ich bin der AppTester und wir testen heute Saving Sheep. Auf Deutsch rettet die Schafe. Ob ich es jetzt falsch gesagt habe, ist mir jetzt auch Latte, ist egal, ich sag jetzt den deutschen Namen. Rettet die Schafe und das ist ein Spiel, das eine Zeit lang, wer mir auf Facebook gefolgt hat, es umsonst sich ergattert hat. Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt wieder 79 Cent ausgeben. Aber dieses Spiel ist echt top. Erinnert mich ein bisschen an Tiki Towers. Jetzt gehe ich erstmal aufs Spiel. Da sehen wir auch hier, ich bin Level 53. Und es, wie wir auch jetzt hier vorher gesehen haben, ich habe erst 56% vom Spiel geschafft. Ja, das Spiel geht lang. Und für 79 Cent ist das, oder umsonst, war das wirklich ein Schnäppchen. Und ich fand das Ganze wirklich amüsant. Ich bin jetzt auch hier im, mal gucken, welches Level ich bin. Im vierten Level. Wir können auch hier, hier können wir auch das Video anschauen. Aber ich gehe jetzt erstmal auf das siebte Level und zeige euch mal, wie das funktioniert. Also ihr könnt so schnell wie möglich es schaffen, dann kriegt ihr auch einen anderen Orden, kriegt ihr Gold, Silber oder Bronze. Und wie gesagt, das Ganze erinnert mich an Tiki Towers. Man muss quasi diese Kisten zerstören und das Schaf muss immer auf der Wiese landen. Jetzt zeige ich euch, das Level weiß schon, wie das funktioniert. Da muss ich nur hier diese Kiste zerstören, dann rollt das Fass runter und das Ganze ist dann auch mit... Ja, und ich hab's geschafft. Und dann natürlich auch gleich Gold geschafft. Und ihr seht schon, also, ist eine richtige knifflige Sache. Macht mir besonders viel Spaß. Wie gesagt, ich hab's noch nicht durch. Ich bin ja gerade noch dabei. Dann gibt es aber auch natürlich andere Levels. Dann mache ich mal das hier. Da müsst ihr aufpassen. Mach ich mal das und das weg. Und ja, es fällt jetzt zusammen. Und jetzt fällt alles zusammen. Mal gucken, ob ich's bis auf die Wiese schaff. Nee, oder? Doch. Oh nein, oh. Schade. Schon habe ich wieder Silber, aber gut, Silber ist auch okay. Na jetzt, ach wegen einem, ja gut, aber jetzt habe ich es geschafft. Na, ihr seht schon, es ist ein bisschen knifflig, auch Gold immer zu kriegen. Wir könnten auch mal, warte, Moment, es gibt hier irgendwo ein Level, Nein, nicht das Level. Also ihr seht schon, hier muss ich auch... Das ist jetzt auch wieder besonders knifflig. Müsst ihr das hier wegmachen. Dann rollt das so ein bisschen nach vorne. Und es ist alles so... Wenn das Schaf jetzt runterfällt, da unten lauert der Wolf. Und zerfetzt natürlich das Schaf. Habt ihr es natürlich nicht geschafft, ist klar. Aber manchmal verkleidet sich auch der Wolf. Ich muss nur suchen, wo. Ich weiß nur nicht gerade, welches Level. Na, mach schon. Gehen wir mal in das Level vielleicht. In irgendein Level verkleidet, also in manchen Levels verkleidet sich der Wolf, der ist dann aber auch gut zu erkennen, indem ihr... abbrechen. Indem ihr... Warte mal, vielleicht das hier? Nein. Das Level ist auch ziemlich knifflig. Also wenn ich jetzt... gibt es auch hier so Bombenkästen. Wenn ich hier jetzt auf Bombe drücke, das ist natürlich weg. Es ist ein bisschen schwierig, aber ich weiß auch schon, wie das geht. Ich kann es euch zeigen. Indem ihr hier... Also das Schaf... müsst ihr auf die Bombe tippen, dann springt das Schaf runter und ja, fliegt von der Kiste. Die Kiste ist schwerer, aber die Kiste ist leichter. Dann müsst ihr als erste die Kiste tippen und dann die Explosion und schon habt ihr es geschafft. War ziemlich knifflig, bis ich das rausgefunden habe, aber ja, wie gesagt, ich habe es geschafft. Aber ich glaube, das nächste Level ist jetzt ein Wolf-Level, soviel ich weiß. Soviel ich mich erinnern kann. Nein, ist es nicht. Also, es gibt auch Levels, da ist der Wolf dann halt... Jetzt mal gucken, ob ich vielleicht doch noch eins finde. Vielleicht schneller. Ich meine, es sind noch Zeit, haben wir ja noch. Vielleicht hier. Nee, auch nicht. Also, ihr seht schon, es ist nicht immer einfach, das Level zu lösen. Jetzt muss ich hier natürlich alle beide gleichzeitig tippen. Die werden angestoßen und geschafft. Ja. Das Spiel bringt super geile Ideen mit, macht mir eine Menge Spaß, kann ich nur jedem empfehlen. Der, wo sich's umsonst abgegriffen hat, so wie ich, kann stolz sein, weil es wirklich ein super Top-Spiel ist. So, jetzt endlich, ich habe ein Level gefunden, wo der Wolf da ist. Hier seht ihr, der Wolf ist zu erkennen an diesen Wolfsohren. Jetzt darf der Wolf natürlich nicht, wie ich jetzt hier mache, auf die Wiese kommen, weil sonst hat er gewonnen. Er muss runterfallen und zwar von seinen Wolfskollegen dann zerfetzt werden.
So, jetzt hat, seht mir, der Wolf. Haha, und er ist da. Und das darf natürlich nicht geschehen. Dazu müssen wir den Wolf natürlich runterjagen und das machen wir so, indem wir. Nee, das war falsch. Ich muss nochmal gucken. Also, das geht nicht. Das ist, also, was das immer bringen soll. Ah, jetzt weiß ich was. So, und. Kabum. Ja, gut, das war auch nichts. Nochmal. Das war auch nichts. Nochmal. So. So. Und so. Und tschüss. Und wir haben es geschafft. Ja, ihr seht schon, das Spiel bringt nette Ideen mit, ist auch OpenFind gekoppelt. Und wie immer heißt es, abonnieren, kommentieren. Daumen up! Ich freue mich. Ciao.